Früh am Morgen hier im Hotel Arboleda am Pazifik, man hört ihn im Hintergrund, bin ich auf Vogelpirsch oder Tierpirsch im Allgemeinen. Alle sind schon wach aus der Gruppe, was um die Uhrzeit eigentlich selten der Fall war in meinen bisherigen Reisen. Allerdings sind wir hier eingesperrt. Das Tor zum Pazifik ist halt mit einem Stacheldrahttor gesichert. Und Daniel hat auch schon versucht, dort irgendwie vorbeizukommen, hat einen Alarm ausgelöst, den man hier im ganzen Gelände gehört hat. Hat aber trotzdem keinen interessiert. Und jetzt ist das Tor aber inzwischen auf. Und ich mache mich auf den Weg und schaue mir mal die Wellen an. Tiere, die man hier besonders häufig findet, sind große rote Krabben. Sie scheinen den gesamten, morastig wirkenden Boden des Hotelgeländes untergraben zu haben. Da die Krabben blitzschnell in ihren Löchern verschwinden, wenn ich mich ihnen nähere, lasse ich sie in Ruhe. Eigentlich wollte ich ja auch herausfinden, wie der Strand aussieht, wenn es mal nicht dunkel und verregnet ist. Also, los! Im Sand sind noch die Spuren vom Regen in der Nacht zu sehen. Ein wenig fehlt noch die Wärme und das Licht der Sonne. Über den Rest kann man sich absolut nicht beklagen. Da bin ich also nun wieder am stillen Ozean. Oder doch besser gesagt, der stürmische Ozean. Der Himmel sieht noch nicht so ganz wirklich gut aus. Wahrscheinlich gibt es heute wieder Regen. Vielleicht haben wir aber auch Glück und kommen trocken durch, weil, wenn man sich das so in der hinteren Richtung anschaut, da scheint zumindest so ein bisschen die Sonne durch. Und wo wir heute hinmarschieren, das ist ja ganz da ans Ende von diesem Strand. Hier befindet sich der Manuel Antonio Nationalpark. Das ist der kleinste und jüngste Nationalpark Costa Ricas. Und dort soll es sehr viele Tiere geben, bei denen es auch ganz einfach ist, vor die Linse zu bekommen. Und was ich danach vorhabe, ist von dort hinten wieder bis hier zu unserem Hotel zu Fuß am Strand zurückzulaufen. Und wenn es die Zeit noch hergibt, auf die andere Seite zu marschieren. Denn dort soll es schöne Steinklippen geben. Von hier mag der Nationalpark nicht so weit weg aussehen. Es sind aber wohl doch knapp 4 Kilometer. Der Hinweg wird mit unserem Bus zurückgelegt. Hätte nicht sein müssen, aber so bleibt mehr Energie für den Nationalpark. Dort wird es dann einen sehr schönen Doppelstrand geben. Noch ist dafür allerdings Zeit. Und ich sollte diese nutzen, um mir den Strand etwas genauer anzuschauen, auf dem ich jetzt stehe. Hier treiben sich ein paar Rabengeier herum. Mal schauen, wie nah ich an sie herankomme. Okay, was habe ich eigentlich erwartet? Ich kann sie dabei beobachten, wie sie das Regenwasser der Nacht aus den am Boden liegenden Kokosnussschalen trinken. Okay, vorerst genug von hier. Ich habe Hunger. Dieser schöne Strand wird mir vermutlich nicht weglaufen. Jetzt wird erst einmal gefrühstückt und danach geht es in den Nationalpark.
Kurz vor dem Einstieg in den Bus zeigt sich uns der erste Kapuzineraffe. Und es beginnt erneut zu regnen. Ach, Costa Rica. Angekommen im Nationalpark. Der Regen hat bereits wieder nachgelassen und es gibt die ersten Tiere zu beobachten. Dabei ist dieser Affe nicht mal so spektakulär wie das hier. Denn direkt hinter dem Kassenhäuschen kann ich Hirsche beobachten. Genauer gesagt Weißwedelhirsche. Es handelt sich hier wohlgemerkt um wilde Tiere. Zäune gibt es im Nationalpark keine. Moment mal, was habe ich da gerade gesagt? Hirsche gibt es doch auch bei uns und die sollen spektakulärer sein als Affen? Ja, denn es handelt sich hierbei um das Nationaltier Costa Ricas. Das ist nämlich nicht das Faultier, wie man denken könnte. So einfach und schnell habe ich noch nie ein Nationaltier gefunden. Genau genommen hat Costa Rica sogar drei Nationaltiere. Neben dem Weißwedelhirsch gibt es da noch die Gilbdrossel und den Karibikmanati. Im Manuel Antonio Nationalpark angekommen. Der Regen hat zum Glück nachgelassen, aber die Luftfeuchtigkeit ist wirklich sehr hoch, 96%. Eigentlich ist alles klamm, schon seitdem man aus dem Hotelzimmer draußen ist. Wie man hier im Hintergrund schon sieht, es ist enorm viel los. Der Manuel Antonio Nationalpark steht so ziemlich auf jeder Liste im Internet mit Dingen, die man in Costa Rica unbedingt besuchen sollte. Bis jetzt bin ich davon noch nicht so ganz überzeugt. Es ist schon erstaunlich, bei der Menge an Menschen und dem Krach überhaupt Tiere zu sehen. Dieses Agouti hier scheint sich jedoch kein bisschen vom Lärm gestört zu fühlen. Was sich hier in rauen Mengen zuverlässig finden lässt, sind diese roten Landkrabben, die ich schon von meinem Hotel kenne. Look, the whole bunch of crabs. Yeah, whole bunch of. Vor allem in Bereichen mit Mangroven sind viele von ihnen zu sehen. Man kann schon ganz dezent die Brandung des Meeres hören. Das Wetter ist tatsächlich besser geworden, die Sonne ist rausgekommen. Ich musste mich jetzt tatsächlich doch nochmal mit Sonnencreme eincremen. Und ja, es ist wie die beiden Tage zuvor, wir hatten tatsächlich Glück. Die ganze Zeit regnet es, aber sobald wir draußen sind, um die Wanderung zu machen, ist es weitestgehend trocken.
Den großen Menschenmassen bin ich auf einem kleinen Seitenweg vorerst entkommen. Bis jetzt bin ich auf dem blauen Weg entlang, der in den breiten gelben Weg überging. Jetzt bin ich irgendwo auf dem gestrichelten Weg, der parallel dazu verläuft. Und schon hört man die Geräusche der Natur intensiver, wenngleich es immer noch ziemlich laut ist. Sogar eine richtig gut getarnte Schildkröte lässt sich hier finden. Es dauert allerdings nicht sehr lange, bis ich auf eine Kreuzung mit einem Andenkenshop sowie einer großen Menschentraube treffe. Und diesem kleinen Kerlchen, ein Leguan. Hier entdecke ich auch mein erstes Faultier der Reise. Naja, selbst entdeckt habe ich es jetzt nicht gerade. Es waren gefühlt 50 Smartphones und Kameras auf den Baum gerichtet. Aber das muss man ja auch erstmal sehen. Er sitzt allerdings ganz schön weit oben im Baum. Mit Gegenlicht. Verbesserungspotenzial ist erkennbar. Unglaublich viele Touristen hier. Unglaublich laute Touristen hier. Sie schauen weder nach links noch rechts. Nach rechts, eigentlich interessiert es die hier gar nicht. Die laufen einfach nur durch, sind dabei aber super mega laut und stören alle anderen. Verscheuchen auch die Tiere. Fast alle noch mit Flipflops unterwegs. Zwei haben sie schon abgelegt. Selber schuld. Also das ist definitiv kein Vorzeigenationalpark. Okay, da muss ich mich etwas korrigieren. Der Park macht einen sehr guten und gepflegten Eindruck. Was ich meinte, es ist vielleicht nicht unbedingt die erste Adresse, wenn man Tiere in der Ruhe der Natur beobachten möchte. Wie unschwer zu erkennen ist, habe ich den Strandteil des Nationalparks erreicht. Und eigentlich ist hier wenig los, da Nebensaison ist. Kaum vorzustellen, wie das hier aussieht, wenn Ferienzeit ist. Hier streift eine Kapuzineraffenbande umher und sorgt für ordentlich Hektik. Bei diesen Affen ist immer etwas Vorsicht geboten, denn sie sind dafür bekannt, gerne mal etwas zu klauen. Dabei gehen sie recht geschickt vor. Ein paar Affen lenken ab, während andere von hinten in die Taschen greifen und dann... Keine Ahnung, ob die Ursache dafür die Affen waren. Die hier machen eigentlich einen recht friedlichen und verspielten Eindruck.
Vom Geturne der Affen völlig unbeeindruckt, hängt, oben in eine Palme geklammert, ein junges Zweifingerfaultier und verschläft den Tag. Das Ende des feinen Sandstrandes mündet in schroffe Klippen. Punkt aus gesehen habe ich zwei Möglichkeiten. Abkürzen zum anderen Strand oder den langen steilen Weg nehmen. Ich beschließe, den Wanderweg La Trampa zu bestreiten, denn er geht über die Punta Catedral, dem, schätze ich, höchsten Punkt des Nationalparks. Ich befinde mich hier an der äußersten Spitze des Manuel Antonio Nationalparks auf einem Berg, der von drei Seiten vom Meer umspült wird. Man sieht hier noch ein bisschen das Meer durchschimmern hier im Hintergrund. Geradeaus geht es jetzt weiter auf den Berg rauf und auf der anderen Seite rüber kommt man halt auch wieder ans Meer. Und siehe da, es ist der am weitesten entfernte Ort des Nationalparks. Vorher ist ein Strand, danach ist ein Strand. Hier sind keine Touristen mehr. Ich bin komplett alleine unterwegs. Und kann mir jetzt in Ruhe die Tiere anschauen und die Natur auf mich wirken lassen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe absolut keine Tiere gesehen. Vermutlich ist das hier nicht nur den Touristen zu abgelegen. Immerhin, es gibt einige schöne Aussichtspunkte mit Blick auf die Klippen. Die Luftfeuchtigkeit hier nimmt immer mehr zu. Vielleicht ist es nicht unbedingt die Luftfeuchtigkeit vom Regen und der Feuchtigkeit hier allgemein im Wald, sondern auch die Tatsache, dass es sehr schwül ist und man anfängt zu schwitzen. Also meine Haut ist schon wieder komplett am Glänzen. Deswegen ganz wichtig, trinken, trinken, trinken.
fast am Ende des Rundgangs treffe ich dann doch noch auf andere Menschen. Ah, und auch Tiere lassen sich blicken. Das sieht nach Brüllaffen aus. Wieder am Strand begegne ich direkt einer anderen Bande, potenzieller Langfinger. Waschbären. Sie sind genauso bekannt dafür, gerne mal ihre Finger in fremde Taschen zu stecken. Als ich sie dazu befragen wollte, setzten sie zur Flucht an. So richtig fotografieren ließen sie sich ebenfalls nicht. Hey, jetzt bleib doch mal stehen. Oh. Nun gut, wieder zurück zum Strand. So hätte übrigens der Weg ausgesehen, wenn ich nicht über die Punta Catedral gelaufen wäre. Den Rückweg zum Ausgang bestreite ich dieses Mal über den Weststrand, der bis zu meinem Hotel führen müsste. Da ich nicht weiß, wie lange sich der Weg zieht und ich schon etwas spät dran bin, erhöhe ich leicht mein Schritttempo. Ab hier geht es zurück auf die Holzstege, die teilweise durch die Mangroven führen. Nach etwa 3,5 Stunden bin ich ziemlich kaputt vom vielen Gehen. Nachdem ich jetzt 3 Stunden kreuz und quer durch den Manuel Antonio Nationalpark gewandert bin, habe ich mir jetzt mal eine schöne Kokosnuss gegönnt mit einem Schuss Rum. Soll ja schmecken. Das Beste, was die Natur hergibt. Nun bin ich wieder am Strand vor dem Hotel und es regnet mal wieder. Das zu Fuß zurück zum Hotel laufen habe ich mir übrigens gespart. Zu faul. Ob ich den Manuel Antonio Nationalpark jetzt empfehlen würde, so wie es im Internet der Fall ist, kann ich mangels Vergleichsmöglichkeiten noch nicht sagen. Schlecht ist der Park auf jeden Fall nicht, wenn auch für meinen Geschmack etwas zu voll. Interessant ist aber, ich konnte weder herausfinden, warum der Nationalpark so heißt, wie er heißt, noch wer dieser Manuel Antonio ist oder war. Wenn ich eh schon nass bin, dann kann ich auch ins Wasser gehen. Tolles Wetter. Nur ein wenig später sah es bereits wieder so aus. Wahnsinn! Was für ein Glück! Vor einer halben Stunde hat es noch sehr stark geregnet, der ganze Himmel war komplett schwarz gewesen und jetzt scheint schon wieder die Sonne und das Wetter ist echt einfach schön.
Wenn man sich das mal anschaut, hinten die Gischt auf dem Felsen, sieht einfach traumhaft aus. Und deswegen nutze ich jetzt noch die Zeit ein wenig, nachdem ich vorhin schon im Wasser drin war, während es noch geregnet hat, jetzt ein wenig hier am Strand entlang zu laufen und das schöne Wetter zu genießen und mir mal den Felsen da vorne anzuschauen. Dieser schroffe Klotz sieht schon sehr deplatziert aus. Wie der wohl an den Strand gekommen ist? Nein, ich bin natürlich nicht den scharfkantigen und porösen Felsen hochgeklettert. Ich habe den Fahrstuhl genommen. Was ich bei solchen Aktionen gerne mal vergesse, hinaufkommen ist viel einfacher, als wieder herunterzukommen. Zum Glück kommt man immer irgendwie runter. Dafür gibt es eine Garantie. Ich wage ein kleines Experiment und verkoste eine Frucht. Ich versuche jetzt mal eine Frucht, die ich mir im Supermarkt gekauft habe. Der Name ist Granadillo. Und sie soll die Frucht, wie Froschleich sein. Wenn man sie schüttelt, dann merkt man, dass sie innen drin flüssig ist. Und was man mit der machen soll, soll sie mit dem Messer hier oben aufschneiden. Das mache ich jetzt mal. Oh, das ist ziemlich hart. Wow. Richtig hart. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Schon überall auseinander. Okay, vielleicht schneide ich sie einfach so auf. Das ist nämlich schon eingerissen. Ah, das wird besser. Und innen drinnen befindet sich so eine Art Netz. Das zeige ich mal hier. Und da drin befindet sich jetzt noch einmal Saft, den man trinken kann. Und der soll schmecken wie Maracuja. Darunter habe ich ja jetzt den Froschleich gefunden. Na, dann probiere ich den mal. Die sind auf jeden Fall schon mal weicher als bei der Maracuja. Aber Geschmack ist eigentlich nicht wirklich vorhanden. Man merkt Süße. Aber ein starker Eigengeschmack ist nicht vorhanden. Durchaus lecker und gesund. Vor allen Dingen
interessant, das mal auszupacken. Ich hatte noch eine zweite Granadillo und die schmeckte deutlich stärker nach Maracuja, war aber dennoch milder an der Säure. Den Müll habe ich natürlich entsorgt. Während ich meine Früchte futterte, konnte ich einen Amazonas-Eisvogel bei der Jagd beobachten. Natürlich ließ er sich nie blicken, wenn die Kamera lief und auf das Wasser gerichtet war. Einmal schlecht habe ich ihn dann aber doch erwischt. Oh, und es fängt schon wieder an zu regnen. Spielt aber keine große Rolle mehr, da sich der Tag bereits mit schnellen Schritten dem Ende nähert. Heute bin ich viel herumgelaufen, habe viel gesehen und freue mich nun auf leckeres Essen und anschließend das Bett. Ein gemütliches Grillhaus mit ungewöhnlichem Grill verspricht leckeres Essen zu liefern. Das sieht jetzt schon super aus. Oben wird das Holz reingeschmissen. Die glühende Kohle wird nach Bedarf über Schienen direkt unter den Grill gezogen. Und da kommt dann das fein marinierte Fleisch und der Fisch drauf. Aber jetzt geht es ab ins Bett, ausschlafen. Pura Vida.